Auch wenn Ibrahim und Castella am Halloween-Wochenende Sarah gegenüber ein wenig übertrieben haben, was man wissen muss, um die beiden zu verstehen, beide, aber auch für mich, Leila oder Bilal, sind wir alle eine große Familie. Und auch wenn Sarah recht damit hat, dass es brutal ist, von jemandem zu erwarten, dass er alleine bei Kälte und Nässe eine Nacht ohne Handy im Wald verbringt, aber genau darum geht es. Genau das sind die Dinge, die wir für unsere Familie auf uns nehmen, weil wir sie lieben. Und weil wir wissen, dass sie dasselbe auch jederzeit für uns tun können. Hey Abigail, wie geht's dir? Hast du schon mitbekommen? Donald Trump hat die Präsidentschaftswahl gewonnen. Das war natürlich ein Scherz. Wir haben hier ein Problem und brauchen deine Hilfe. Wie du weißt, werden wir morgen die Konsole von Avery nach Catfish bringen und sie hier genauer untersuchen. Um sie richtig in Betrieb zu nehmen, brauchen wir unsere alte Ultra-Air-Brille. Um die fehlenden Teile an der Konsole zu ergänzen und die Simulation überhaupt möglich zu machen. Also wenn du diese Videomail siehst, verschwende keine Zeit. Lauf los und finde sie. Ich vermute, sie liegt bei uns zu Hause in Rockford Hills, wo Leila sie gelassen hat, nachdem sie in der Garage gefunden hat. Also ruf. Hola, Abigail. Adelante. Desafortunadamente tengo que estudiar para mi primer examen. Gut, dann sehe ich mich mal um. Nach dieser blöden Ultra-Arm-Brille. Aber Abby, das ist deine Chance. Irgendwo muss sie ja sein. Deseo que te diviertas mucho. Okay, Abby. Wo könnte Leila die VR-Brille hingepackt haben? Sehen Sie doch mal im Kleiderschrank nach Agent Abigail. Wow. Hallo und guten Morgen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Sie so schnell hier sind. Ja, ich bin sofort los. Sie versuchen wohl nach der Geschichte mit dem Paket Ihrer Mutter, sich jetzt etwas zu beweisen. Guter Ehrgeiz. Lassen Sie sich das nicht von Sigmund Freud kaputt machen. Ich weiß, das Ganze ist von mir etwas durchgeknallt. Aber ja, wenigstens diese Mission will ich nicht verhauen. Also, wo sagst du, ist die VR-Brille? Ich bin hier in 5 Minuten wieder raus. Bringe sofort zur Post und goodbye. Loser Abby. Na gut, Agent. Wenn Sie erlauben, bin ich Ihnen gerne behilflich. Ja, Ei, das wäre mir eine Ehre. Mir ebenfalls. Sehen Sie mal im Kleiderschrank nach. Kleiderschrank. Okay. Leila fand die alte Ultra-Air-Brille vor 6 Monaten, eine Woche vor dem Einzug von ihr und Ibrahim in diese Wohnung, in ihrer Garage in Vespucci. Ja, das weiß ich. Ich denke, dass sie in einem der Kartons ist. Da habe ich sie zumindest zuletzt gesehen. In Ordnung, dann wollen wir mal nachsehen. Also, hier ist nichts. Abby, ist Ihnen diese Aufgabe nicht etwas zu blöd? Nein, Ei. Wie kommst du da drauf? Während die anderen Abenteuer erleben, suchen sie in Los Santos nach einer VR-Brille. Ach, das ist mir egal. Ich bin froh, wenn ich gebraucht werde. Sehen wir auf der anderen Seite nach. Interessant. Einer ihrer größten Stärken, Agent Abigail, ist es, anderen Menschen Mut zu machen.
Sie können Menschen wunderbar wieder aufbauen. Versuch den Scheiß ist gar nicht bei mir, ey. Vergiss es. Oh mein Gott, wer von den beiden liest denn dieses grottenschlechte Buch? Agent Layla, sie hat oft einen etwas einfacheren Kulturanspruch als ihr Mann. Ich kann Ihnen allerdings sagen, dass Sie in der Schublade des Nachtschranks die Brille sicher nicht finden werden, und um die Scham und Würde meiner Herren zu wahren, gut. bitte ich Sie dort auch nicht nachzusehen. Ich kenne sowas. Ich kann manchmal auch nicht ohne schlafen. Ich halte mich zurück, diese Information in meiner Datenbank über Sie zu vermerken. Danke, Ei. Agent, es tut mir leid. Diesen Raum darf leider niemand außer Agent Ibrahim selbst betreten. Und die Brille ist sicher nicht dort. Gut, ich will sie aber finden. Na gut, was für Optionen haben wir noch? Eigentlich keine. Zumindest nicht in dieser Wohnung. Also wo könnten wir noch suchen? Ist es mir egal. Und wenn ich jeden Penny vom Mr. Oberhausen umdrehen müsste, ich will diese Brille, ohne die ich nicht nach Hause. ¿Por qué habla tanto? Ganz genau, Maria. Du hast recht. Adios. Adios, Abigail. Loca. Oh, hombre. Te pone de los nervios. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ach, kommen Sie, Abby. Der Tag ist noch nicht vorbei. Die Undercover-Zentrale war nur eine der sich Möglichkeiten, wo die Ultra-Air-Brille sein könnte. Oh Gott, ich weiß nicht. Schulz? Agent Schulz? Was machen Sie denn hier? Jemand hat mir eine Videomail geschickt und Daniel sagte, dass du meine Hilfe gebrauchen könntest. Oh Mann, warum denkt man sowas? Klar. Abby, die es mal wieder nicht hinbekommt. Oh Mann, und dabei habe ich frisch die Halloween-Prüfung bestanden. Naja, ich glaube auch nicht, dass man an ihren Fähigkeiten zweifeln sollte, Agent Abigail. Wow. Auf unserer Tour durch die Berge haben sie mir ja gezeigt, was sie drauf haben. Es wäre mir einfach nur eine wow. Ehre. Vielen Dank. Wow. Also, wohin sollen wir gehen? Als nächstes habe ich das Hauptquartier und danach Laylas Fußballverein auf der Liste. Na dann, auf geht's! Na, Abigail, wie läuft's? Ach, ich könnte sie leider besser nicht finden. Ah, genau, die Brille. Ja, was denn sonst? Ich habe schon überall gesucht, aber sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Es tut mir leid. Ach, nicht so wichtig. Vielleicht taucht sie ja noch auf. Wer weiß. Hauptsache, ihr beide habt Spaß. Was? Warum ist das? Bitte was? Schau mal, Abby. Layla hat wieder ihre Teenie-Frisur. Hier ist es so schön. Sieh mal. Wenn man lange genug wartet, dann wuhu, Wahnsinn, oder nicht? Also, Abby, gib noch nicht auf. Hauptsache, du und Justin seid weiter unterwegs. Hab ich das gerade wirklich gesagt? Ich meine natürlich, genießt einfach die Zeit und macht euch wegen der Brille keinen Stress. Die taucht schon irgendwo auf. Ich glaube an dich. In Ordnung, Abby? Was machst du da? Checkst du deine Frisur ab? Sehr gut. Okay. Vielleicht machst du noch eine Strähne ins Gesicht. Gut, wir haben ja zu tun. Also viel Spaß. Danke. Danke, Ibrahim. Was war das denn? Ich hab keine Ahnung. Was für ein Aufriss. Was für Optionen haben wir noch? Eine Möglichkeit wäre noch, dass sich die Brille im Studentenwohnheim der ULSA befindet. Ich glaube, Maria hat sie mal auf eine Verbindungsparty mitgenommen. Finden wir diese verdammte Brille. Die ULSA, gute Uni, aber nicht so gut wie bei uns an der Ostküste, aber nicht zu unterschätzen. Wow, Wahnsinn. Ehrlich gesagt bin ich zum ersten Mal hier und das, obwohl ich nun schon fast 2 Jahre in Los Santos lebe. Ein aufregender Ort. Nicht so wie die Colleges, wo ich herkomme. Der mittlere Westen ist einfach langweilig. Hey, was soll's? Hey, warte mal. Geniales Projekt. Solche Erfindungen liebe ich. Dieser Innovationsgeist.
Naja, ist okay. Was soll das Ding überhaupt können? Fliegen ganz bestimmt nicht. Agent, ich kann Marias Handy im Studentenwohnheim orten. Sie scheint also hier zu sein. Ich rate Ihnen, sie direkt zu fragen. So, Schulz. Es tut mir leid, aber den Rest des Weges mache ich allein in Ordnung. Ich denke, die Brille ist hier. Agent, ich lotse Sie hin. Na, was wird's? Verdammt, die Sorte mag ich doch gar nicht. Agent Abi, bitte warten Sie, bevor Sie reingehen. Oh, verdammt, sorry. Ich hätte Ihnen sagen müssen, dass Maria sich im jungen Bereich der Studentenzimmer befand. Danke, zu spät. Scheiße. War wohl nichts, suchen wir also Nein, weiter. Nein, aber wir bringen Maria als Entschädigung zu ihrem Aushilfsjob bei Burger Shop. Oh, Demonios, Abigail. Ach, sowas passiert. Hättest ja nicht ahnen können, dass Maria gerade auf Jungbesuch ist. Nein, das hätte ich nicht. Schade wegen der Brille. Ach, mach nichts. Es war ein lustiger Tag. Das will ich meinen. Ich muss los, Abigail. Hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja. Oho, was liegt denn da in der Luft? Rache-Ei. Rache. Happy Hanukkah, Abby. Na, wie lief's? Wie soll's schon gelaufen sein? Ich hab die Suche nach einer alten VR-Brille maß, von der du weißt, dass ich sie nirgendwo finden werde. Ihr seid schlimmer als meine Mom. Verkupplungsversuch. Ach. Okay, zugegeben, Happy, du hast uns erwischt. Wir brauchen die Brille zwar wirklich, aber wir haben schon eine neue bei Amazon bestellt. Es war ein Kupplungsversuch, aber nicht von Anfang an. Also hast du mich weiter nach dem Ding suchen lassen? Nur damit ich Zeit mit Schulz verbringe? Naja, nein. Also, ja, also schon, ja. Und warum? Naja, weil wir dachten, jetzt wo du über Bilal hinweg bist... Ibrahim, ist das dein Ernst? Ja, glaubst du nicht, du gehst damit etwas zu weit? Das ist wirklich eine Grenze. Das ist wirklich eine Grenze, die du hier überschreitest. Abby, sorry, es tut mir leid. Ich dachte einfach nur, ich könnte helfen. Und irgendwie kam es mir so vor, als ob du und Schulz euch am Halloween-Wochenende gut verstanden habt. Aber ich bin zu weit gegangen. Du hast recht. Ach, gut, Entschuldigung, angenommen. Irgendwie finde ich es ja auch süß, was du da gemacht hast. Du bist einfach für mich da. Danke. Ich hab dich lieb, Ibrahim. Happy Hanukkah. Ich zu Beginn dieser Folge sagte, wir sind eine Familie. Und das bin ich. Oh,